Hey Leute, wir können heute die allererste neue Clan-Kriegstruhe öffnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sind Erste im Krieg geworden, beziehungsweise mehrmals Erster natürlich geworden. Könnte es die allerbeste Truhe direkt abholen. Werden dann noch gleich einen richtigen Angriff im Clan-Krieg machen können. Und ich würde sagen, wir öffnen erstmal die Truhe und schauen, was so drin ist. Los geht's. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, die Animation mit dem Pfeil. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben schon eine 1098 Gold und wie gesagt, eine Chance von 1 zu 10. Für eine legendäre Karte. Na, schauen, vielleicht haben wir Glück. Haben wir den Halszauber, der ist maxed. Blaswolkobold ist gut. Der wurde ja um einiges verbessert. Bin mir gerade nicht sicher, können wir? Na, ja, schade, wir können keinen Legendary. Würde ich jetzt noch, jetzt kriegen wir noch die Epic Cards, mal schauen. Das waren 10 gewöhnliche und 6 Epic Cards da drin. Das ist eine ganze Menge. Das finde ich echt stark, dass in so einer kleinen Truhe schon 6 Epic Cards drin sind. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch sofort, wie gesagt, zu meinem Clan-Kriegsangriff. Da müssen wir jetzt auch noch einen Kriegsdeck gerade erstellen. Ich würde sagen, jetzt machen wir gerade noch live. Muss jetzt erstmal gerade schauen, was für Karten die Level wir so haben. So, da habe ich jetzt einen Kriegsdeck zusammengebaut und ich muss wirklich sagen, es sieht völlig verrückt aus. 4,5 Elixier, ich habe echt so komisches Deck nehmen müssen, weil wir hatten nicht so gewöhnliche Karten wie zum Beispiel einen Riesen oder einen Schweinereiter, hatten wir zum Beispiel gar nicht erst freigeschaltet. Ich hoffe einfach, dass es jetzt gut läuft, im direkten Finalkampf los geht's. An sich habe ich eben auch Kartenlevel genommen, wir haben zum Beispiel auch einen Level 2 Megaritter, Level 8 war auch nicht schlecht und eine Level 8 Valkyrie zum Beispiel und deswegen habe ich gedacht, an sich sind die Karten nicht so stark, aber ich denke, von den Leveln her sollte es passen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, weil der Gegner ist leider auf 4.500 Trophäen hier an der Stelle. Und ich habe auch leider keine Pumpe auf der Hand. Wird echt schwierig werden, weil mein Deck ist schon relativ random. Mit dem Fire Spirit vielleicht drin, das kann ganz nice werden. Ich stelle mir eine relativ gute Offensive mit Ramuskis auf jeden Fall vor. Ich glaube, die hätte ich gerade eben anders splitten können. Ich habe jetzt zwei nach links gesplittet, mal schauen. Ich hoffe einfach, dass er keinen großen Spell oder irgendwas anderes dabei hat. Er hat einen Magier dabei, okay. Mal schauen, wird echt schwierig werden. Valkyrie läuft nach vorne, geht klar. Er ist natürlich Level 8, kriegt man jetzt trotzdem kein Hit raus, schade. Der Holzfäller wird, glaube ich, Schaden machen. Das, glaube ich, müssen wir hinnehmen, oder? Wir könnten auch einen Mega-Ritter setzen. Okay, natürlich jetzt nicht mehr. Ist natürlich die Frage, was wir hier machen. Ich muss jetzt eigentlich, genau, ich muss jetzt den Guard Surround bringen. Ich bin Surround verkackt. Nein. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Gut, natürlich war es jetzt ein bisschen dumm von mir, den Surround zu verkacken. Muss ich ganz klar so hart sagen. Aber das ist natürlich auch echt. Ich weiß mit dem Deck echt nichts groß anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Als sind drei Musketiere mal auch vielleicht ein Tick zu offensiv von mir. So, er bringt jetzt hier die Spear Goblins rein. Das geht eigentlich relativ klar. Sprich, wir können hier eine schöne Valkyrie reinsetzen, auf jeden Fall gleich. Schönen Rücken, am besten, dass auch alles abgeräumt wird, hoffentlich. Genau, nice, geht völlig in Ordnung. Bring ich hier schnell Fire Spirits, ich hoffe, das geht klar. Fire Spirits sollten eigentlich alles killen können, zwei Stück, genau, perfekt. Die haben wir gekillt, nice. Okay, es geht völlig klar. Ich denke, wenn wir die ersten drei Musketiere in Offensive gleich starten können, dann wird es hoffentlich einigermaßen in Ordnung gehen, mal schauen. Ich denke, auch könnte auch mit dem Megaritter Level 2 Probleme kriegen. Die versuchen wir halt irgendwie zu supporten, am besten eben mit den drei Musketieren. Aber bisher bin ich relativ nervös. Jetzt haben wir hier noch einen Zuschauer, der die ganze Zeit lachen muss. Ich hoffe einfach, dass er keinen Feuerball zum Beispiel drin hat. Das wäre natürlich super für uns. Okay, drei Musketierinnen kommen direkt aggressiv. So, zack. Zwei nach links. Zwei nach rechts. Megaritter dazu. Der springt hier aber leider nicht. Ja, oh, stark. Stark von mir gemacht. Ja, der dreht sich nochmal um. Okay. Selbst mir. Nice. Okay, die überleben. Wunderbar. Jetzt kann es gefährlich für ihn werden. Beide Musketieren sind am Turm. Sehr schön. Okay, damit steht zumindest 1 zu 1, denke ich. Ja, knappe Sache auf jeden Fall. Ich bringe jetzt hier in der Defensive Valkyrie erstmal rein. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst vor seiner nächsten Offensive. Ich bringe jetzt hier einen Megaritter rein. Genau, jetzt haben wir auf beiden Seiten Tanks. Also Valkyrie kann man als Mini-Tank zählen. Deswegen denke ich, geht das jetzt völlig klar. Ich mache mir nur noch ein bisschen Sorgen, dass er den Magier genau, dass er das eben macht. Das geht alles auch völlig in Ordnung. Jetzt haben wir Musketiere noch, auch noch defensiv dabei. Können jetzt hier eigentlich das hier reinbringen. Bringen sie die Fire Swords dazu. Bringen hier einen Sepp drauf. Sieht sehr gut aus jetzt. Starke Pfeile von mir, übrigens gar nichts mehr. Turm ist down. Nice, das ist das richtig gute Comeback noch im Video. Wunderbar. Gut, wir haben auch ein ganz nasses Deck eigentlich, aber es ist schon sehr ungewöhnlich mit Mega-Ritter. Plus drei Musketieren, aber es klappt relativ gut, eben weil die Level auch stehen. Wir haben eben zum einen Level 8 drei Musketieren, das war eigentlich das Beste, was wir so hatten, im Grunde genommen. Und zum anderen hatten wir eben auch Mega-Ritter Level 2, was eigentlich auch ganz nice ist. Ich meine, der ist ja den ganzen HP halt doch relativ stark, obwohl er inzwischen nicht mehr ganz so krass ist. Ja, auf jeden Fall schönes Video an der Stelle, denke ich. Können wir mal schauen, wie wir im Clan-Krieg stehen. Wir sind relativ hoch, wir hatten einmal Pech. Wir hatten 39 Kronen einmal, also 39 Siege geholt. Und waren beim ersten Mal trotzdem nur Zweiter. Bisher die Bilanz. Ja, 21 Kämpfe, 19 Siege ist auf jeden Fall wieder sehr solide. Ich kann es auch nochmal zeigen hier. Hier sehen wir noch die vergangenen Clan-Kriege. Und zwar sehen wir hier eben, wie wir beim allerersten Clan-Krieg eben gerade mit zwei Siegen zu wenig Zweiter geworden sind. Und danach, ich sehe es auch, da hat er zum Beispiel der dritte 36 Siege gehabt. Und hier der zweite 25 gehabt, hier der zweite 23. Also irgendwie hatten wir beim ersten Mal einfach richtig Pech gehabt. Auf jeden Fall soviel zum heutigen Video. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Clan-Kriege bisher findet, was ihr von der Belohnung haltet und vor allem eben, wie euer Clan bisher so abgeschnitten hat. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.